Herr Schulze, Sie als Polizeipräsident der Stadt Köln, wie äußern Sie sich denn zu der Reihe an Banküberfällen? Ich bin absolut sicher, dass wir dem Ganzen sehr bald ein Ende setzen. Wie können Sie sich denn da so sicher sein? Ganz einfach, wir haben unsere besten Leute auf den Fall angesetzt. Die besten Leute? Und, wie ist es mit eurer Fall? Scheiße. Also, eins steht sicherlich fest, es handelt sich immer um die gleichen Täter. Denn an den aufgebrochenen Automaten konnten die Kollegen bei ihrer Ankunft stets einen, und jetzt wird's interessant, starken Kokosgeruch ausmachen. Kokos. Kokos. Es roch an jedem Tatort nach Kokosnuss. Ganz genau. In unserer Behörde haben wir eine Sonderkommission aus absolut gewissenhaften Polizistinnen zusammengestellt. Die Soko Koko. Sozusagen. Du riechst nach Kokos, ja? Denk mal darüber nach. Hi, Tag. Mein Name ist Sandra und ich arbeite bei der Soko Koko. Und ich suche Täter, die nach Kokosnuss riechen. Ja, dafür habe ich studiert. Kannst du uns direkt Soko Loko nennen? Soko was? Soko Loko, balla balla. Das Team hat jahrelang Erfahrung mit den brutalen Methoden der organisierten Kriminalität. Ich muss echt total dahin kacken. Und sie arbeiten mit den modernsten Geräten und Techniken. So, haben Sie mich jetzt endlich verstanden? Nein. Cool. Da wird wirklich systematisch analysiert und mit wissenschaftlich erprobten Methoden zielstrebig ermittelt. Wir glauben inzwischen, da steckt eine riesige Organisation dahinter. Unsere Eltern? Ja, aber das ist doch vegan. Da ist nur ein Ei drin. Was ist denn hier los? Kann man nicht mal in Ruhe aufs Klo? Du hast allen versaut, Mensch! Verraten wir jetzt unsere eigenen Eltern? Das könnte unser allererster Ermittlungserfolg werden. Wir stehen für schnelle und lückenlose Aufklärung. Das ziehen wir gnadenlos durch. Oder wir lassen sie laufen. Also erwartet eh keiner von uns, dass wir den Fall lösen. Ja! Sie merken, wir lieben wirklich alle Aspekte unseres Jobs. Boah, geht mir dieser Drecksjob auf den Sack. Guten Tag, wir sind die beiden Macher von Soko Loko. Wir wollen noch kurz was sagen, und zwar wurde dieser Film durch Crowdfunding finanziert. Das Funding läuft auch immer noch, das heißt, ihr könnt uns auch unterstützen auf www.startnext.de/Soko Loko. Das wäre richtig, richtig geil. Danke euch. Ciao! Sind auch alle bekloppt hier.